Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und willkommen zu einer weiteren bombastischen, super ultimativen, genialen Review. Dieses Mal habe ich für euch das ultimative Accessory für all eure Figuren, für all eure Statuen, alles Mögliche rausgekramt. Es ist einfach ein absolut Wahnsinns-Item und ich kann es mir nicht verkneifen, euch dieses geniale Teil vorzuenthalten. Ich muss es euch zeigen, es geht einfach nicht anders. Es kribbelt mir in meinen kleinen Fingerchen. Es muss einfach raus. Es muss an die Welt. Es muss gezeigt werden. Ja, wovon spreche ich? Dieses spezielle Item, das könnt ihr für jede eurer Figuren benutzen. Zum Posen, zum Spielen, zum Kämpfen, für was weiß ich nicht alles. Ich habe das gute Stück heute im Mülleimer nebenan gefunden und war absolut angetan davon. Und Leute, ich habe schon meinen Spaß damit gehabt. Das glaubt ihr gar nicht. Also, wovon rede ich? Ladies und Gentlemen, ganz klar, die einzig wahre und immer wieder beliebt aussehende, super coole Rosa-Feder. Die Rosa-Feder, das Mega-Accessory für jeden Collector unter euch. Ein absolut Hammerteil. Schaut sie euch an. Diese geschwungene Form, ein perfektes Sculpting. Dann diese feinen Härchen hier dran, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ihr könnt damit so viele geile Sachen machen, das glaubt ihr nicht. Was auch richtig, richtig fett ist, ist die Base, auf der diese geniale rosa Feder kommt. Schaut sie euch an. Also diese Base, die ist custom made, die ist handgecrafted. Gesponsert bei Ferrero Küsschen, die weiße Edition. Yeah, super geil. Allein hier die Details. Ein absoluter Wahnsinn. Wer auch immer das gefaltet hat, diese Base, der muss ein Genie gewesen sein. Ich bin absolut angetan davon. Dieses Ding, das stand schon jetzt immer im Regalbrett. Ich stelle es natürlich direkt neben meine Hot Toys Figuren. Da hat es den perfekten Platz. Einfach genial. Ja, schaut es euch nochmal an. Diese wahnsinnigen coolen Details, diese geschwungene Form. Wow, richtig in Winkel geknickt teilweise. Die verschwimmt mit dem weißen Hintergrund. So fein ist diese Feder. Das ist der absolute Wahnsinn. Ihr fragt euch jetzt, was kann man mit dieser Feder machen? Ist der Schnecke verrückt geworden? Nein, er ist nicht verrückt geworden. Ich zeige es euch. Ich zeige euch, was man mit diesem genialen Item machen kann. Und ihr werdet mir am Ende dieses Videos sicherlich zusprechen und sagen, wo kriege ich diese Feder her? Ich zeige euch ein paar coole Beispiele. Jeder von euch, der die Teenage Mutant Ninja Turtles Figuren zum Beispiel sammelt, ist natürlich immer etwas voll angepisst, dass diese Fahrzeuge und die Waffen einfach eine verdammt beschissene Farbe haben. Einfach nur dieses eintönige Grau oder Braun, matschig, ohne Details. Vergesst diese Waffen, schmeißt sie weg, denn jetzt kommt die ultimative Feder hier zum Einsatz. Und ihr seht schon hier an meinem Modell Raffi die rosa Feder. Das Ding rockt einfach gewaltig. Er kann seine Size ab sofort total in die Tonne treten, denn diese rosa Feder, mit der in den Kampf zu ziehen, mein Gott, er kann Shredder und die Fußsoldaten zu Tode kitzeln. Was glaubt ihr? Das ist gigantisch. Aber nicht nur die Turtles haben diese rosa Feder, ihr könnt die auch natürlich noch für andere Sachen benutzen. Schaut einfach, was ich noch für euch habe. Es ist einfach der Wahnsinn. All ihr Masters of the Universe Classics Fans da draußen werdet jetzt auch aufatmen und sagen, boah, diese Feder ist gigantisch. Schaut euch Skeletor an. Skeletor zusammen mit der rosa Feder. Leute, er kann He-Man ab sofort mit einem Schlag bezwingen. Die rosa Feder, da hat er keine Chance. Und er sieht einfach gigantisch aus, wie er diese Feder an der Hand hält. Perfekte Passform. Also diese Feder ist so universell, die passt an jede Figur. Das ist gigantisch. Und Skeletor mit dieser rosa Feder zusammen sehen, da geht mir wirklich das Herz auf. Das ist super genial und ja, eigentlich schon fast der beste Take, was man mit dieser Feder machen kann, aber es gibt immer noch andere Sachen. Glaubt mir, da gibt es noch ein paar nette, coole Sachen. Stichwort Kaiju-Bekämpfung fällt mir da auf den ersten Blick ein. Leute, auch die Kaiju-Krieger, die Jäger, haben natürlich mit der rosa Feder mehr Chancen gegen die großen bösen Monster aus dem Meer. Schaut euch hier Crimson Typhoon an, wie er gekonnt mit seinen drei Fingern die Feder schwingt. Eine absolut geniale Waffe. Da kann Gypsy Danger mit seinen Klingen einfach nur einstecken. Und hätte Crimson Typhoon diese Feder im Film benutzt, dann wäre er wahrscheinlich nicht zerrissen worden und würde jetzt auf dem Meeresboden dahin vegetieren. Und ja, ich würde sagen,
Das sollte man den Filmemachern einfach mal ans Herz legen. Die rosa Feder ist die Lösung all eurer Probleme, Ladies und Gentlemen. Und noch der letzte und für mich einzig wahre Vorschlag, wie ihr diese gigantische rosa Feder, dieses Mega-Item benutzen könnt, ist natürlich für eure geliebten Hot Toys-Figuren. Und wer ist dafür nicht besser geeignet als unsere gute, sexy Catwoman Selina Kyle? Schaut euch an, wie genial das im Display aussieht, wenn sie diese rosa Feder bei sich trägt. Das ist einfach gigantisch. Die Feder hebt sich perfekt von ihrem schwarzen, hautengen Kostüm ab. Und ich kann nur sagen, ein absoluter Augenschmaus. Und ich denke mal, ich werde meine Cat auch jetzt so definitiv displayen. Die Feder ist einfach das absolute Highlight in meiner Sammlung. Und ich finde, Leute, jeder, der wirklich anders collecten, anders sammeln, wer das liebt halt, Leute, schnappt euch die Feder. Sie ist einfach der Wahnsinn. Ihr fragt euch jetzt natürlich, Schnegge, wo kriege ich dieses gigantisch geile Item her? Leute, schaut einfach in den Mülleimer. Irgendwo fliegt bestimmt eine von diesen gigantischen Federn rum. Die kosten nichts. Die sind einfach irgendwo. Dieser Scheiß fliegt auf der Straße rum. Die ist in eurer Toilette. Ich habe keine Ahnung, wo ihr sie alles findet. Schnappt sie euch. Sie ist ein absolutes Display-Masterpiece und für mir eine wahre Kaufempfehlung. Und ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid begeistert, denn ich bin es auch und ich habe nichts getrunken, ich bin nicht unter Drogen etc. Mir geht es absolut gut und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video und möge die geschwungene sexy Feder mit euch sein.